Ja, schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, gute Nacht. Ich habe ja keine Ahnung, wann du dir dieses Video anschaust. Aber bei mir ist gerade früh am Morgen. Ich glaube, ja, 7:50 Uhr, also 7.40 Uhr. Ist das nicht schön? Es war eine sehr angenehme Nacht in dem Gästezimmer. Und es ist wirklich sehr gemütlich eingerichtet. Habt ihr bestimmt in der letzten Folge noch gesehen. Mit der Tour geht's weiter. Wie geht's denn heute weiter? Und zwar folgendermaßen. Ich fahre jetzt erstmal wieder den Jaufenpass hoch, andere Seite wieder runter Richtung Sterzing. Dann biegen wir aber ab aufs Penserjoch. Fahren das hoch und runter und dann später da Rozen die Ecke da einmal so quer nach schief und dann später den Passo Nigra und Carapass und ach Gott, kommt heute noch so alles. Der Fidaya kommt noch, der Giao kommt noch oder Giao, wie auch immer. Dann kommt noch der Falzarego. Dann kommt noch der Passo Pordoi, das Sellerjoch und zu guter Letzt das Grönerjoch. Holla die Waldfee, viel zu tun. Navi sagt 8,5 Stunden. Also das wird ein Marathontag. Naja, aber wir wollen ja ein bisschen sportlich sein. So, dann machen wir mal. Wow. Sorry, aber wow. So. Ja. Da sind wir dann schon. Auf der Passhöhe. Das war der Jaufenpass. Zumindest die, was ist das, Südrampe. Südwestrampe. So, hier ist die Edelweißhütte. Wir machen jetzt das ein oder andere Foto. Was für ein Panorama, mein lieber Mann. Schon geht's weiter im Pässe-Karussell. Wir kümmern uns um das Penserjoch. Wow! Das sieht ja krass aus.
Verständnis. Es gibt ja diesen Murphy's Law, ne? Und der Murphy, der ist bei mir immer besonders fleißig. Der kümmert sich immer ganz besonders rührend um mich. Diesmal ist es, dass das Handy rumspinnt, rumspackt. Das heißt, kann meiner Frau nicht schreiben. Das heißt, die wird sich tierische Sorgen machen. Das ist Kacke. So, jetzt ist für mich zum ersten Mal das Sellermassiv in Sicht. Sellermassiv und Rosengarten und da hinten auch noch irgendwelche Berge. Wow, super, ne? Bisschen schade ist, dass ich meine Familie nicht dabei habe, aber das geht ja schon. Ich kann ja schlecht meine ganze Familie auf dem Motorrad mit mir führen. Aber ich fahre lieber hier mit dem Moped. Schön, hab meine Zeit, hab Spaß, als dass ich irgendwie irgendwo für 2.000 bis 3.000 Euro all inclusive an einem Pool rumlungere, irgendwie so offener Vollzug. Ich weiß nicht. Ich da an einem hin und her wende in der Sonne, mich braten lasse und mich besaufe. Also, weiß ich nicht. Nee. Das hat für mich nichts, aber auch gar nichts. Da fahre ich lieber Moped.
Tour die zweite. Also, ich bin jetzt angekommen in Corvara. Ja, und hier ist das Hotelzimmer. Das Gute ist, ich habe ein Upgrade bekommen. Statt Einzelzimmer jetzt Doppelzimmer. Aber das Einzelzimmer wäre nach hinten raus gewesen, wo es ruhig ist. Und das Doppelzimmer ist hier nach vorne raus. Da hinten, hinter den Häusern, sieht man jetzt nicht, da ist eine Baustelle. Deswegen bin ich auch nicht ganz easy hierher gekommen, durch den Weg, der hier so sackgassenmäßig endet. Sondern ich musste außen rum und total die Schotterstrecke fahren. Also könnt ihr euch vorstellen. Ne? Aber es hat geklappt, es hat geklappt. Und das Motorrad ist sowieso dermaßen mistig von der Regenfahrt. Das ist ja so krass bei den Super Dukes und bei den Super Duke GTs und so. Die sauen sich ja dermaßen voll. Das ist ja, hui. Ja, an den Stiefeln kann man es erahnen. So, hier die Koffer auch, dreckig. Pass auf. Dreckig. Boah. Ja, gut. Dann, aber hier ein schönes großes Zimmer, ne? Nur schön da. Schöner Schrank, schönes großes Bett. Hier mit Sauna und Wellnessbereich. Ich glaube, ich werde mich nachher erstmal in den Whirlpool verirren, bevor ich nochmal auf den Weg mache. So, hier war ich noch gar nicht drin. Mal gucken. Wowzer. Mit Bidet. Ja, riesige Dusche. Super, super. Gut entfüllt für mein wallendes Haar. So, naja, gut. Naja, in den Wellness-Bereich würde ich euch, glaube ich, nicht mitnehmen. Es gibt viel zu tun. Bis gleich.